Hallihallo und herzlich willkommen hier von der Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Wir fahren hier heute im Intercity und zwar in einem komplett neuen Fahrplan für die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Das Ganze ist eine Mod, die von der Community kommt. Link zu der Mod ist in der Videobeschreibung. Das ist noch nicht die offizielle Fahrplan, das offizielle Fahrplan-Update, das von DTG angekündigt ist, sondern tatsächlich eine Mod. Das heißt also nur für den PC, nicht für die Konsolen. Und wir sind hier unterwegs in einem Sonderzug Intercity, der eben auch Teil des Fahrplans ist, und haben hier am Haken diese Passagierwagen von der linken Rheinstrecke. Der Zug ist schon soweit aufgerüstet, Türen sind schon geöffnet auf der anderen Seite. Genau, und wir fahren hier nach Koblenz, sind hier der Intercity 9999. Hier die RB33 nach Essen. In Realität sind das, glaube ich, die 1442. Ne, nicht die 1442, sondern die. Ja, ich bin mir nicht mal ganz sicher, welche Triebzüge in Realität auf der RB33 fahren. Genau. Ja, also wir hier nach Koblenz unterwegs. Natürlich heute nur bis Köln. RE1 nicht einsteigen, der endet nämlich hier. Und hier auch der RE4, der ebenfalls endet. Da vorne sogar auch noch ein bisschen was abgestellt. Hier die RB20 nach Stolberg-Rathaus, ICE17 nach Frankfurt am Main. Genau, ne? Also wirklich pickepacke voller Fahrplan mit realistischen, echten Zielen. RB20 nach Alsdorf-Annapark. Und ja, genau, ne? Da vorne fahren wir jetzt mit dem Intercity einmal nach Köln und schauen uns mal wirklich an, was der Fahrplan hier drauf hat. Wir schließen schon mal die Türen. Geben schon mal den Schließbefehl da vorne. Da, sehr, sehr schön. Auch diese Triebzüge sind hier unterwegs im Fahrplan. Wirklich, wirklich schön. Na? Genau, gucken wir uns nochmal ganz kurz hier ein. Die Anfahrt, die Einfahrt. Hier auch das Zugziel Stolberg-Rathaus. Sehr, sehr schön. So, wir lösen die direkte Bremse. Aufgerüstet habe ich gerade eben schon tatsächlich selbst alleine. Und auf geht's. Natürlich auch die 101 Mod am Start. Enhancement Pack von meinem guten Freund, dem Foley. Hier einmal auf die Fahrmotoransicht. Ausfahrt mit 40, wir befreien uns. Und fahren hier los. Oh, ja, Lichtkonfiguration sollten wir natürlich auch anpassen. Sehr schön. Alsdorf-Annapark. Hervorragend. So, einmal den Fahrschalter auf Aus, AFB, ja, ja doch, genau, auf 200, AFB an. Sehr gut, dann können wir die AFB jetzt wieder runterstellen auf die 40, die erlaubt sind. Und ein bisschen Leistung aufschalten. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt sehr gespannt, wie der Fahrplan hier sich darstellen wird im Sinne des KI-Verkehrs, der uns entgegenkommt. Unter anderem ist es auch so, dass wir auch mit der Baureihe 103 jetzt hier fahren können. Können genau diese Fahrt, die wir hier machen, statt mit der 101 auch mit der 103 machen. Die Class 66 ist mit dabei, die ja, als Baureihe 266 hier im Grunde genommen in den Fahrplan eingepflegt worden ist. Vectron, Taurus 187, 185, 628, Talent 1, Talent 2, Entschuldigung. Ja. Und natürlich ICE 1er und ICE 3er sind auch mit dabei.
Tatsächlich sogar die Baureihe 406, auch die ist mit dabei. Man kann auch ins Depot fahren mit der 406. Also auf jeden Fall sehr, sehr viel mit dabei. Düren ist unser nächster Halt. Hier Aachen Rote Erde, einmal dran vorbei. Und ich würde gerne wieder, so schon wie bei der letzten Fahrt, einmal in die Konsolenbefehle, Time of Day, Nebel und Start Distance einmal auf deutlich höher einstellen, damit der Nebel heute mal weg ist, damit wir es ja nicht so neblig ist. Hat das jetzt geklappt? Doch, ja, genau. Ja. So, 120. Ab hier vorne sind es dann 140. Wir können schon mal den Fahrschalter auf Ausstellen, AFB auf die 140 einstellen. Und Leistung aufschalten. Interessant, in all der Zeit ist mir dieser Teil der Strecke nie aufgefallen. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Also das ist nicht neu, aber mir ist das vorher nicht aufgefallen. Hier war wohl früher mal so eine Art Terminal. Das bewegt sich sogar. Schaut an. Das ist mir noch nie aufgefallen. Verrückt. So, da kommt uns auch schon wieder was entgegen. Sieht aus wie ein Talent 2. Jawohl. Einmal kurz gegrüßt. Ja, wie gesagt, Link zu der Mod ist in der Videobeschreibung. Ich habe leider vergessen, wer die Mod erstellt hat. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Aber wie gesagt, findet ihr dann bei Trains im Community. Und könnt der dort gerne mal einen Daumen hinterlassen. Ja, und das ist, wie ich es schon eingangs erwähnt habe, nicht die offizielle Fahrplan, das offizielle Fahrplan-Upgrade, das von DTG angekündigt worden ist für Köln-Aachen. Das wird auch noch kommen. Das ist im Testing, denke ich mal, im Beta-Testing. Und wenn das da durch ist, wird das auf jeden Fall auch noch mit einem Update kommen. Aber ja, das dauert noch ein bisschen. Und das werden wir uns natürlich auch dann selbstverständlich angucken. Das wird auch, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer als der Fahrplan, den wir jetzt hier haben. Aber das ist auf jeden Fall schon mal, ja, denke ich mal, schon mal eine Bereicherung. Also bisher schon mal interessant zu sehen, dieses abwechslungsreichere Rollmaterial, das wir jetzt auf der Strecke haben. Das ist eine Ankündigung für 120. Wir versuchen mal nur mit der dynamischen Bremse reinzubremsen. Hervorragend, das hat geklappt. Ist das Stolberg? Kurz geguckt. Genau, Stolberg. Ankündigung auf 110 hatten wir da in der Zwischenzeit. Auch erfolgreich erreicht. Ab hier gelten die 110. Und dann
dürfen wir gleich hoffentlich auch schon wieder schneller fahren. Ja, hier vorne ist Düren und ich glaube, hinter Düren fängt dann der LZB-Abschnitt an. Oder kurz vor Düren sogar. Und wir fahren heute bis ganz nach Köln. Da sehen wir auch schon, was da so abgestellt ist. Das sind auf jeden Fall hier ICEs, S-Bahn-Züge, die hier rein und raus fahren. Der Kölner Hauptbahnhof auch sehr voll hier. Und hier geht es dann Richtung Hohenzollernbrücke. Eschweiler. Und hier fährt später der RE9 noch durch. Ab hier dann die 160. Leistung raus. Und 160 eingestellt. Und dann dürfen wir jetzt vermutlich schon die 160 fahren. Genau, also Leistung langsam wieder rein. Und jetzt einmal hoch auf Geschwindigkeit. Sehr, sehr schön. Auch wenn das die einzige Intercity-Fahrt ist im Fahrplan, die man hier fahren kann, sind das nicht die einzigen Intercity-Züge, die man sieht. Gerade im Raum Köln wird man immer noch sehr viele sehen als KI-Verkehr. Die fahren dann entweder weiter in Richtung, ja, Hohenzollernbrücke und dann hoch Richtung Düsseldorf. Oder eben Richtung Koblenz runter. Aber die sind dann natürlich nicht fahrbar, aber die werden trotzdem sichtbar sein. Unser Zug ganz interessant eigentlich dahingehend, wir werden ja nach Koblenz fahren. Das heißt also, wir werden wohl in Koblenz, nein, in Köln noch einen Lokwechsel haben. Um dann in die andere Richtung weiterzufahren. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das in Köln eigentlich in Realität gemacht wird. Aber vielleicht wird dann abgekuppelt. Die 101 fährt dann über die Hohenzollernbrücke, bis sie irgendwo auf der anderen Seite wenden kann. Und dann wieder zurück in die Abstellung. Und von der anderen Seite wird vielleicht eine andere 101 dran gekuppelt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so läuft. Ist natürlich in Köln ein bisschen schwierig, weil da sehr, sehr viel immer los ist und man da natürlich die Bahnsteige nicht so lange idealerweise in Beschlag nehmen sollte. Wisst ihr, was ganz interessant ist? Wir haben ja jetzt uns vor kurzem die Five Circle-Strecke angeguckt und ich finde, dass einfach Köln-Aachen, obwohl die Strecke schon mittlerweile so alt ist, das war der TSW-2-Strecke, hat die einfach eine bessere Ausgestaltung, eine bessere Vegetation, bessere Assets als Five Circle. Das ist verrückt, oder? Da kann ich jetzt richtig Köln-Aachen wertschätzen, nachdem man die Five Circle Line gespielt hat.
sogar mit Flugzeugen Rivet Games. Die gibt es ja bei der Five Circle Line dummerweise nicht. Obwohl man da direkt an einem Flughafen vorbeifährt. Noch ein Flugzeug. So, bis Düren sind es noch 6,5 Kilometer. Oh, wir haben sogar Kaffee mit dabei. Sehr gut. Einen kleinen Schluck genommen. Vom guten Bahnhofskaffee. Aber jetzt hätte ich gerne wirklich einen Kaffee. So, wir lassen jetzt einfach mal rollen. Wir sind eh auf der Ebene. Ja, wobei, es geht ein bisschen bergauf. Dann doch nicht. Signal zeigt Fahrt. Beziehungsweise vorsignalisiert Fahrt. Aber das nicht. Jetzt wird uns nämlich ein Halt angekündigt. Bestätigen wir natürlich. Okay, keine 1000 Hertz Beeinflussung. LZB ist jetzt auch am Start. Dann kann uns jetzt eigentlich auch die LZB führen. Ne? Okay. Also das ist äußerst komisch. Ich weiß jetzt, also dieser Fehler ist mir nie aufgefallen. Im originalen Fahrplan kann sein, dass es was mit dem neuen Fahrplan jetzt zu tun hat, dass da irgendwas nicht ganz richtig verschaltet worden ist. Aber ich habe jetzt mal einen Screenshot gemacht, um das mal zurückzugeben. Und zwar bei Kilometer 41,2. Okay, komisch. Gut, wenn wir schon gerade im Fotomodus sind, auch ein kleines Foto gemacht. Ja, die PZB ist an, liebes System. So, jetzt wird auch wirklich eingebremst, hervorragend. Okay, interessant, dass das Haltzeigensignal noch vor Düren ist. Okay, ich hoffe, die LZB kriegt das hin, bis dahin uns anzuhalten. Ja, sieht gut aus. Türfreigabe. 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 Das war ein bisschen sehr viel Bremsdruck, aber okay. Warum müssen wir jetzt hier halten? Unser Gleis ist so... Ah! Okay. Was war das denn für ein Zug, frage ich mich. Einmal ganz kurz geguckt.
Ah, können wir schon nicht mehr sehen, ist schon aus der aus dem Kartenbereich draußen, aber okay. Ankommen sollten wir um 48. Ja, das kriegen wir vielleicht gerade noch so hin. Wenn es ein bisschen knapp wird. Okay, wir kommen ganz leicht zu spät. Wir schauen mal, dass wir noch bis zu 60 hoch beschleunigen, mindestens bis zum Bahnsteigsrand. Beziehungsweise bis zum Bahnsteigsende. Und wir bremsen rein. Okay, und angehalten. Tür auf. Ja, das passt mit der Tür doch perfekt. Sehr gut, hier der fährt nach bitte nicht einsteigen. Die RB20. Okay, der fährt, die fährt bis nach Düren. Tür zu. So, Türen sehen zu aus. Jawohl, niemand hängt am Zug. Super. Sehr, sehr schön. Da fällt auch noch was aus. Was war das? Linnig. Aha. Ja, sowas fehlt, glaube ich, im originalen Fahrplan komplett, ne? Also hier so solche Regionalzüge. Der ist dann von hier vorne losgefahren, ne? Genau. Mit dieser ehemaligen Drehscheibe noch. Ja, interessant. So, 200 sind freigegeben. Dann fahren wir sie auch mal aus. Gleich auf 250. Ich frage mich dann. Ja, wobei, okay, die AFB regelt sowieso nach 200 ab. Von daher. Wenn wir eh nicht schneller 200 fahren können, dann ist ja alles gut.
Ja, was würde ich für einen Intercity-Steuerwagen geben? Wenn es den Intercity-Steuerwagen geben würde, glaub mir, ich wäre wunschlos glücklich. Das ist ja so, also ich werde ja oft gefragt, was sind so meine Lieblingsfahrzeuge, Lieblingsstrecken und so weiter und so fort. Oder was würde ich mir sehr für TSV wünschen, welche Strecke, welches Fahrzeug? Und beim Fahrzeug ist es bei mir ganz klar, bei mir ist es der Intercity-Steuerwagen. Wenn der jemals kommen würde, ach, das wäre einfach nur herrlich. Der Intercity-Steuerwagen ist mein absoluter Traum für den TSV. Ja, wer weiß. Vielleicht kommt er noch irgendwann. Aber ich weiß natürlich von nichts. Also, das ist jetzt keine Andeutung auf irgendwas. Wenn ich wüsste, dass ein Intercity-Steuerwagen käme, dürfte ich es erstens sowieso nicht sagen. Und zweitens würde ich es auch nicht sagen, weil das würde ja dann die Überraschung kaputt machen. Ich sage einfach nur, ich würde mir sehr einen wünschen. In Intercity Express sehen wir dafür hier. Baureihe 406 in Einfachtraktion. Und wir haben unsere heutige Höchstgeschwindigkeit auch schon erreicht mit 200 km/h. Schneller darf die 101.034-7 nicht. Genauso wie alle anderen 101er, mit Ausnahme der Metropolitan 101er, die auf 220, glaube ich, zugelassen waren. 220 oder 230. Die durften tatsächlich noch mal ein paar km/h schneller fahren, aber alle anderen 101er sind auf 200 km/h zugelassen. Ja, und für uns ist das jetzt doch ein recht entspanntes Fahren. Die AfB wird jetzt zusammen hier mit der LZB uns regulieren. Geschwindigkeit regulieren. Wir sehen, wir haben mindestens über die nächsten 7 Kilometer freie Fahrt, beziehungsweise in frühestens 7 Kilometern die Ankündigung auf 200. Das heißt also, wir können erstmal noch ganz, ganz entspannt fahren und die Landschaft genießen. Vielleicht ich ja immer wieder gesagt habe, so ja, okay. Also Köln-Aachen, man merkt der Strecke ihr Alter an, aber dann wiederum der direkte Vergleich jetzt mit Five Circle und Edinburgh Glasgow, Edinburgh Markinch, ja, sieht man dann doch große Unterschiede. Und zwar zugunsten von Köln-Aachen, verrückterweise. Und das, obwohl Köln-Aachen sogar noch das alte Belichtungssystem hat. Aber ja. Ja, reden wir nicht mehr über Five Circle. Ich würde sagen, das ist so die Baureihe 187 der Strecken. Leider. So, wir sehen, die LZB hat jetzt auf sich aufmerksam gemacht und da oben die Zahl, die in der Mitte langsam runterläuft, sagt uns, dass wir in 6,3 Kilometern, in 6,2 Kilometern, in 6 Kilometern haben wir dann 0 km/h zu erwarten, das heißt also einen Halt zu erwarten. Vermutlich ist es der, ich denke mal, das war ein Regionalexpress, der vor uns hergefahren ist, der uns jetzt gerade hier so ein bisschen verlangsamt. Den werden wir wohl zwangsweise ein bisschen hinten auffahren, weil der maximal 160 km/h fährt und Zwischenhalte einlegt, während wir ja 200 fahren dürfen. Und ich denke mal jetzt bis Köln komplett ohne Zwischenhalt. Da ist noch eine 423. Das ist die 423 aus dem New Journeys Expansion Pack. Und da sehen wir es auch. Der Zug wird runtergebremst. Ich
Ich hoffe doch sehr, dass die LZB das auch hinbekommt. Aber noch ist der Gefahrenleuchtmelder nur an, aber solange er nicht blinkt, würde ich sagen, müssen wir jetzt nicht selbst eingreifen. Wieder eine 423. Das müsste jetzt, glaube ich, Horm sein. Das ist ein Gear-Über-Punkt. Und ach, wie cool. Das ist ja cool, dass das hier so im Fahrplan eingebaut ist, dass wir den RE überholen dürfen. Genau, der muss dann auf uns warten. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Müsste dann der RE1 sein, denke ich mal. Ne, der RE9. Der RE9 nach Ausieg. Warum auch immer hier Ehrenfeld steht. Hier eine 423. Sehr schön. Ja, haben schon einen Großteil der Strecke hinter uns gelegt. Das ist ein Fahre über, ne? Also hier müssen wir einfach nur dran vorbeifahren. Und dann in den Kölner Hauptbahnhof hier vorne rein. Und dann wird es vermutlich wieder, ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, welches Gleis wieder nutzen werden. Vermutlich eins hier in diesem Bereich. Und dann werden wir wohl über diese Überführung einmal hier so lang geleitet und fahren dann hier in Richtung, werden dann über diese Überführung oder hier vorne langgeleitet in Richtung Koblenz. Das müsste... Nee, Moment mal. Ich glaube, der Fahrtweg nach Koblenz ist der hier. Doch, genau, ja, ja. Denn hier ist eine Überführung. Hier kann man dann einmal so lang fahren. Hier sieht man dann auch schön alle Züge und den Kölner Dom und alles im Hintergrund. Und fährt dann hier in Richtung Koblenz weiter. Ja. So, das ist eine Ankündigung auf 160. Da ist auch wieder eine 423. Also man sieht auf jeden Fall, der Fahrplan bietet einiges. Hier ist auf jeden Fall sehr viel los. Wir hatten auch jetzt gerade auch eine Überholung gehabt. Das war schon sehr, sehr cool. ICEs sind uns schon entgegengekommen oder einer zumindest. Und dann bin ich jetzt natürlich am allermeisten gespannt, wie das Gleisvorfeld in Köln aussieht. Das ist ja in Realität so dermaßen voll dort, gerade das Deutzer Feld. Das ist der absolute Wahnsinn. Gut, das Deutzer Feld ist auf der anderen Seite der Hohenzollernbrücke, das werden wir jetzt sowieso nicht sehen. Aber vor allen Dingen, das Deutzer Feld ist ja unfassbar voll. Mit teilweise wirklich sehr interessantem Rollmaterial, das auch abgestellt ist. Flixtrain-Wagen, Urlaubsexpresswagen, irgendwelche alten, ich glaube, schwedischen Nachtzüge oder sowas. Alles Mögliche, was man dort findet.
kurz vor Köln Hauptbahnhof müssen wir natürlich auch PZB frei drücken, beziehungsweise LZB frei, weil dort dann die LZB endet. Sehr schön, ein paar Containerwagen abgestellt. Da der Kolonius. Der Kölner Fernsehturm müsste es sein. Einmal hier am Bahnsteiggleis entlang. Ist das Ehrenfeld? Ja, Ehrenfeld. Also FPS-technisch, ihr seht's. Okay, das war schon hier LZB frei. Beziehungsweise, genau, ja, LZB frei. Also FPS-technisch, ihr seht selbst im Großraum Köln stabil immer noch bei so 40. Wenn der Zug jetzt weg ist, sind wir wieder bei 50. Also es geht auf jeden Fall. Und wir haben Halt zu erwarten. Da bremse ich jetzt schon mal selbst rein. Weil jetzt gleich hier die LZB enden wird, aber das ist, glaube ich, noch vorm Hauptbahnhof. Okay, das Signal ist umgesprungen. Sehr schön. Ja, hier einmal das ICE-Werk. ICE-1er, ICE-3er abgestellt. Sehr, sehr gut. Also ich wage es zu bezweifeln, dass hier 160 gleich erlaubt sind. Da fährt der Talent 2 aus. Noch ein ICE. Zugbeeinflussung. Türfreigabe. Türfreigabe. Huch. Türfreigabe. Warum? Warum? Warum hat er denn jetzt runtergebremst? Weiß ich jetzt nicht genau, warum wir runtergebremst haben. Sehr schön, S-Bahn fährt ein. Genauso muss das sein in Köln. Köln ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, wenn man hier im Bahnhof steht. Was man hier so sieht an Zügen und in was für einer Frequenz, das ist so verrückt. Der fährt nach Hennef. So, 20. Huch. Achso, oh, sind wir bei...
Warum das denn jetzt? Waren wir zu schnell? Türfreigabe. 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 Anscheinend. Zugbeeinflussung. So, Bremsen lösen sich. Sehr schön, zwei Züge, die hier gleichzeitig ausfahren. Drei Züge sogar, die gleichzeitig ausfahren. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist wirklich, wirklich schön. Einmal ganz kurz geguckt, ob wir das fotografisch festhalten können. Na, irgendwie vielleicht von etwas weiter oben. So vielleicht. So, wir fahren jetzt nicht schneller als 20. Da fährt die S-Bahn ein. Da vorne, da findet aktuell Moulin Rouge statt. Und wir fahren ein in den Hauptbahnhof. Auf Gleis 3. Nein, auf Gleis 2. Da steht's auch, ne, der Intercity nach Koblenz. Wir gucken uns gleich mal hier im Kölner Hauptbahnhof noch ein bisschen um. Und fahren natürlich bis ganz nach vorne vor. Und halten an. Ja, bis ganz zum Signal müssen wir jetzt nicht lang fahren. So, Türen auf. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um, was wir hier sonst noch so an Zugzielen haben. Der RE9, den wir gesehen haben. Der ICE 17 nach Frankfurt. Der RE 8 nach Mönchengladbach. Hier nach Euskirchen die RB 24. Sehr schön. RB 38 nach Bedburg. Hervorragend. RE 22 nach Kall. Der RE 1 nach Aachen. Da vorne fährt auch noch die Regionalbahn ein. Und hier fährt die S-Bahn aus. Und zwar die S19 nach Hennef. Und hier fährt die S11 nach Bergisch Gladbach. Ja, gut, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.